Alle Nationen der Welt sind sich mittlerweile einig, dass dem Klimawandel entgegengewirkt werden muss. Deswegen müssen wir von fossilen Energieträgern auf andere alternative Energieträger gehen. Wasserstoff ist einer der Hoffnungsträger für die Zukunft. Wasserstoff ist in verschiedenen Aggregatzuständen weltweit verfügbar. Ich kann ihn als Gas verfügbar machen. Ich kann ihn aber auch liquifizieren, über Druck und Temperatur auch speichern. Ich kann ihn transportieren in Transportmedien, die uns vertraut sind, Pipeline, Trucks, Schiffe. Und ich kann ihn einlagern, um dann, wenn er gebraucht wird, auch tatsächlich zur Verfügung zu stehen. Die Produkte von Freudenberg Sealing Technologies kommen in vielfältigen Anwendungen in Windkraftturbinen zum Einsatz. Zum Abdichten von rotierenden Wellen, zum Abdichten von statischen Anwendungen, zum Abdichten aller durch Schmierstoffe in Bewegung gehaltenen Komponenten. Dort ist die Dichtigkeit ein erheblicher Faktor für die Zuverlässigkeit und für die Langlebigkeit von Turbinen. Turbinen an Land müssen eine gewisse Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen und dort ist Dichtigkeit gegen austretende Medien natürlich essentiell. Gehe ich von Land auf See in Offshore-Anwendungen, ist diese Umweltverträglichkeit natürlich umso essentieller, als dort sensible Lebensräume natürlich verschmutzt werden würden, würde es zu unkontrollierter Leckage kommen. Des Weiteren ist die Lebensdauer ein ganz essentieller Faktor für die Wirtschaftlichkeit von Windturbinenanlagen. Wir gehen in der Skalierung der Leistungsklassen von Onshore nach Offshore von 4 bis 5 Megawatt pro Turbine im Durchschnitt auf 12 bis 15 bis 18 Megawatt pro Turbine. Das heißt, die Komponenten werden tendenziell massiv größer, werden massiv schwerer, haben natürlich andere Impacts und andere Anforderungen an die umgebenden Medien und Komponenten, die sie abschirmen sollen. Das heißt, dort auch auf See ist das Thema vorbereitende und vorausschauende Instandhaltung ein massives Thema. Alles, was zur Lebensdauererweiterung, zur Dichtigkeit, zur Erhöhung der Zuverlässigkeit dient, geht eins zu eins in die Effektivität und in die Wirtschaftlichkeit von Offshore-Windparks mit ein. Freudenberg, innovating together.